Party Dojo! Hi there und herzlich willkommen zu The Italian Job, einem PS1-Spiel, in dem es darum geht, von A nach B zu kommen, mit Hindernissen durch Hindernisse hindurch zu fahren. Und ich glaube, wenn dieses Spiel heute noch frisch wäre, also wenn dieses Spiel für PS3 oder PS4 rausgekommen wäre, wäre es bestimmt so spaßig, wie wir eben hier in diesem kleinen Filmchen gesehen haben. Doch leider ist es PS1 und wie wir das so kennen, ist alles, was in den Zwischensequenzen passiert, meist nicht in dem eigentlichen Gameplay drin. Wie bin ich zu diesem Spiel gekommen? Genauso wie Jinx, welches ihr jetzt vielleicht als letztes gesehen habt, dann seid ihr hier ganz richtig, habe ich dieses Spiel über eine Demo entdeckt und bin der Meinung, nachdem ich zwei Level gespielt habe, die ich beide nicht geschafft habe, bin ich der Meinung, dass wenn God of War damals von anderen Entwicklern erschaffen wurde und sie sich dazu entschlossen gehabt hätten, daraus ein Rennspiel zu machen, wäre das dabei herausgekommen, denn es ist sau schwer. Es ist nicht unbedingt das geistreichste Spiel, würde ich jetzt mal so behaupten, aber es wird mich früher oder später zu Weißglut treiben. Ich habe das erste Level hier gespielt, das war quasi gar nichts, aber die Demo-Level waren irgendwie so die letzten Level, hatte ich so das Gefühl. Zumindest sah es so vom Auswahlbildschirm aus. Super, jetzt haben wir hier gar keinen Sound mehr, herzlichen Glückwunsch. Es würde mich auf jeden Fall zu Weißglut treiben. Das Spiel kam anscheinend nicht in Deutschland raus, ist deswegen Englisch. Wir haben hier so minimale Story, aber ich glaube, das soll einfach nur, dieses Spiel versucht einfach nur uns, eine Motivation dafür zu geben, warum es sich lohnt, von A nach B zu fahren. Mehr ist es eigentlich nicht. Es ist immer von A nach B fahren, behaupte ich jetzt einfach mal, nachdem ich drei Level gesehen habe. Und das wird uns immer irgendwie so präsentiert, so nach dem Motto, ja, ich habe was bei DHL bestellt und der DHL-Paketdienst, der kommt aber nicht durch, jetzt muss ich zum DHL-Paketdienst fahren. Also so eine Geschichten, ja, also es ist nicht wirklich so viel Tiefe drin. Ich werde schauen, dass ich das ein bisschen aus dem Stehgreif übersetze. Ich habe jetzt nicht wirklich Lust, dafür Untertitel zu machen. Und was ich hier sehr, sehr cool finde, ist, dass wir, also wir haben unter anderem Option freie Fahrt, was auch nett ist, freie Fahrt, ja. Kann man sich die Stadt angucken, die man nicht so wirklich erkennt. Also, es gibt ja hier beispielsweise die Stadt London, ja. Das Lustige ist, ich habe mal tatsächlich die freie Fahrt probiert und dann bin ich so gefahren und auf einmal kommt eine Zwischensequenz und dann siehst du so eine Riesenstatue und dann sagt dir irgendeiner, das ist der Big Ben. Weißt du, du dürftest da nicht fahren, du wurdest explizit, man hat dich explizit darauf hingewiesen, dass das der Big Ben ist, wo ich mir so dachte, okay, hier hat jemand probiert, hier hat jemand krampfhaft probiert, London nachzustellen und damit die Arbeit auch gewürdigt wird, muss er mir die Sehenswürdigkeiten per Zwischensequenz präsentieren. Fand ich ein bisschen komisch, aber gut, auf jeden Fall Checkpoint, keine Ahnung, Checkpoint-Rennen halt. Destructor habe ich jetzt gar nicht beim letzten Mal gesehen. Okay, da kann man wahrscheinlich irgendwas kaputt machen. Aber wir werden ja, hier erstmal The Italian Job auf jeden Fall spielen. Und das, was ich jetzt sagen würde, das Tolle ist, dass wir hier, je nachdem, was wir anklicken, so andere, ach, da ist wieder die Musik, yay! Andere, Soundkulissen haben. Hier beispielsweise. So eine, ja, Dudeleien halt. Finde ich ganz putzig. Und hier sehen wir halt das Level-Auswahlsmenü. Und auf der Demo war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, das vorletzte Level von London drauf und das vierte Level von Turin oder wie auch immer man das ausspricht, und das war sehr, sehr schwer. Auf jeden Fall starten wir jetzt mal das erste Level. London.
done it here, you see. Roger had this plan to pull off a gold bullion job in Turin, Italy. Unfortunately... the Italian Mafia found out about it, and well, they didn't like the idea. Well, I've finished my time at Her Majesty's pleasure, and Lorna is on her way to pick me up from the prison gates. Touching scene, innit? The problem is, that silly cow has gone and borrowed the bloody Pakistani ambassador's car. I have got to get over to Marvin's to pick up the motor, and I could do without any attention from the law. It's going to be bloody difficult to get across London in this thing. Ja, ich würde mal gern wissen, wieso die bloody sagen. Hier kommt übrigens eine Ladezeit, die sehr, sehr lang ist, deswegen kann ich mal ganz kurz reden. Ich fand die Zwischensequenz gerade sehr lustig, weil er hat so gesagt, ja, irgendein Typ hatte so einen Plan, aber unglücklicherweise, boom, hatte die Mafia was dagegen. Also hat die Mafia es rausgefunden und hatte was dagegen. Ich fand es so lustig platziert, so dieses unglücklicherweise, boom. So, das fand ich lustig. Aber auf jeden Fall müssen wir da gerade so eine Olle abholen und die hat so ein pakistanisches Auto und das ist sehr, sehr schlecht und das ist nicht so gut in London anscheinend. The Ambassador's Car. Ja, Ambassador's Car. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Charlie, like the motor? Ja. Magst du die Motor, Charlie? Das habe ich schon 100 Mal gehört, jetzt, weil ich das immer testaufnahmemäßig gemacht habe. Ja, also, es ist... Ups. Da, ja, er wiederholt das Ganze gerade nochmal. Also, wir haben jetzt ein pakistanisches Auto. Und es ist anscheinend nicht so wirklich gut, dass wir das damit in London fahren. Und, ach, scheiße. Ja, super. Ich bin die Strecke jetzt bestimmt 8 Mal gefahren und jetzt kaum mehr auf die Kamera... ja, wir müssen das Teil jetzt hier in die Garage fahren und haben natürlich die Bullen am Sack und irgendwas ist da mit dem Buchstaben. Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, was es sein soll. Aber, ja, das ist es eigentlich. Also ich, falls es jetzt so ein bisschen rüberkommt, ich habe jetzt auch nicht so wirklich Lust, das zu übersetzen, weil es kommt mir wirklich irgendwie nur so vor, als möchte man hier krampfhaft versuchen, uns... einen plausiblen Grund zu geben, warum wir denn... Naja, ich musste erstmal die Cops abhängen. Warum wir denn von A nach B fahren müssen. Aber mich interessiert es eigentlich nicht so wirklich. Okay, die Bullen sind jetzt weg. Warum auch immer die... Ach ja, klar, wegen dem... Moment, wie lege ich den Rückwärtsgang ein? Genau so. Wegen dem pakistanischen Auto anscheinend. Ist in London noch nicht so wirklich gerne gesehen. Ja. Es ist so ein bisschen wie wenn du mit einem... Gang-Auto in ein feindliches Ganggebiet fährst. Also hatten die Easys damals schon. Ach Quatsch, die Easys sind ja nicht die Pakistaner. Ich glaube, das ist ein anderes Gemisch, aber gut. Was weiß ich schon. Ja, das war's auch schon, ne? Also. Als ich, das zum ersten Mal gespielt habe, so nachdem ich diese beiden anderen Missionen gespielt habe, habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt. Aber es wird auf jeden Fall schwerer. Sehr, sehr schwerer sogar. Ja, die Mission, die ging da irgendwie so eine Viertelstunde. Ich bin ja eine Viertelstunde lang, stand ich unter Stress und ich habe es nicht geschafft. Und das ist so schlimm, weil du musst dann... Du hast ja keine Checkpoints, du musst das Ganze dann nochmal machen, ne? Okay, starten wir mal Mission 2. The thing about a foreign job like this is that unless you've got plenty of money, you've had it. Now, Bridger's got plenty, but if I'm going to get my hands on it, I've got to impress. Now, that's where Freddy comes in, or Camp Freddy as he's known, on account of not having to worry about your bird running off with him. Anyway, Freddy is Bridger's right-hand man, and if I'm going to impress Bridger, I'm going to have to impress Freddy. So, here I am. It's Monday morning, 11:45. I'm meant to be meeting Freddy off the train at King's Cross, but it was a rough night, so I'm late. If I don't get my skates on, I'm going to miss him, and I can kiss goodbye to any help from Bridger. Ja, also ich habe mir jetzt nicht genau gemerkt, in welcher Reihenfolge das war, aber er möchte einen begeistern, und das schafft er nur, indem er den anderen zuerst begeistert. Also,
begeistert er den anderen, damit er den anderen begeistern kann. Und jetzt habe ich das richtig verstanden. Er muss jetzt schnell fahren, damit er seinen Zug kriegt. Genau das meine ich so. Er erzählt uns irgendwas von einem reichen Typen und er will ihn begeistern und dann zum Schluss sagt er, oh, er könnte seinen Bus verpassen, jetzt müssen wir aber mal schnell fahren. Das ist das, was ich meine. Es ist, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt Meet Camp Freddy. Ja, da kommt schon unser Spieler hier. Ja, okay, ja, ich weiß auch nicht, ich weiß leider gerade nicht, aus welchem Jahr dieses Spiel ist, aber, Moment, ich glaube, ich bin gerade falsch gefahren, egal, nicht egal, ich hatte gehofft, dass ich da drüben dann vielleicht gleich abbiegen kann, ja, fahr nicht nach rechts, ne, ist ja nicht so, dass ich meinen Analogstick gerade irgendwie nach rechts bewegt hätte, ja, ich find's irgendwie unnötig. Nett gemeint, aber irgendwie, keine Ahnung. Sag doch einfach, du musst den Bus kriegen und so. Erspar mir den Rest. Nee. Es ist natürlich doof, weil man hat hier nicht so wirklich eine Karte, sondern nur den Pfeil halt. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Oh, warte, ich habe noch 10 Sekunden, okay. Das wird wahrscheinlich nichts. Aber ist ja nicht so schlimm, wir starten einfach nochmal neu. Ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie Leben oder so hätten. Ja. Super. Ja, passiert, ne? Und da fährt der Zug. Oh nein. Ich konnte ihn leider nicht beeindrucken. Oh. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Ah ne, das ist der Typ, den wir wohl abholen müssen. Ja, der ist jetzt angepisst und rennt deswegen durch die Tür durch. Ja, er macht sie nicht auf, er rennt einfach durch. So angepisst kann man werden, ja. Deswegen konnten die Leute in Harry Potter auch am Bahnhof durch die Wand, weil sie alle total angepisst waren. Nicht, weil sie irgendwie zaubern konnten oder einen magischen Einkaufswagen hatten. Die waren einfach extrem angepisst, ja. Na gut, ach, das ist der Zug, okay. Weißt du was? Man könnte ja mal so schlau sein und einfach den Gleisen folgen, wenn das geht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auch ein bisschen Schiss, dass ich wieder denselben Weg nehme. Oh ja! Ja, okay. Scheiß Verkehr. Jetzt bittet ihr euch ein. Ich hab's eilig. Ich muss so einen Typen abholen, den ich gar nicht kenne. Der mir gar nicht vorgestellt wurde, aber ich gehe mal davon aus, dass er irgendwie und so, ne? Okay. Ja, da ist jetzt eine Rampe, aber hätte ich da dann übers Dach fahren können oder so. Mann! Verpiss dich! Ja! Was ist denn das hier? Könnt ihr euch nicht mal Laternen anschaffen, die man leichter überfahren kann? So Blick in die Zukunft, Laternen, die man leichter schieben kann oder so. Oh ja. Ah ja, ich glaube, da ist es, oder? Ist es das? Ja, gut. Hallo. Ja, genau. Ja. Habt ihr das gerade gesehen? Wie der die Treppe runtergelaufen ist? Ja, hatte diese Treppe irgendwie so eine krasse Anziehungskraft oder so? So ein bisschen wie auf dem Mond, so magnetisch. Versteht ihr? Aber gut. Jetzt war die zweite Mission. Boah, wir haben zwei Missionen geschafft in einer Folge. Cool. Aber ja. Was mich hier ein bisschen nervt, sind die Ladezeiten. Kann ich nicht so wirklich... Okay, er lädt die ganze Stadt. Okay, aber ich weiß auch nicht. Peaches for Peaches. Was heißt Peach nochmal? Now, although I know my way round a motor and the curved bits of a bird, traffic computers ain't my thing. That's where Professor Peach comes in. Apparently, this bloke's a genius. But unlike Camp Freddy, he has a weakness for the ladies. The bigger the better, as far as he's concerned. So, I'm going to take a couple of big birds up the loony bin. That's sure to tempt him to go on this little jolly. Bahnhof. Ich hab nicht alles verstanden wegen diesem britischen Akzent. Ich glaube, er will jetzt Weiber abholen, weil, ich hab das so verstanden, dass der Typ ein Genie ist, der eine da, der, keine Ahnung, wie der heißt, der hat eine Weiberschwäche und ich habe es jetzt so verstanden, dass er ein paar Weiber aufsammeln will. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht drei Stationen und da sammeln wir drei Weiber ein und dann den Professor, damit wir den Professor um den Finger wickeln können, irgend sowas in der Art.
Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir fahren von A nach B und von B nach C und von C nach D und dann sind wir am Ende. Ja, also, so könnte er sich auch hinstellen und so seine Geschichten erzählen. Und, ja. Peaches for Peaches. Ich hatte recht. Oder? Boah, was sind das für Weiber? Wollen die mich jetzt verhaften, weil ich zwei Weiber in meinem Auto habe? Gibt es da irgendwie in London so eine Regel, so von wegen, du darfst nur ein Weib im Auto haben? Könnte ja irgendwas passieren unterwegs. Man könnte ja zu krass abgelenkt sein von zwei Weibern, ja. Ein Weib geht noch, aber bei zweien, da... Oh. Das ging schnell. Da besteht potenzielle Horny-Gefahr. Da wird der Fahrer so geil, dass das Ding da unten wahrscheinlich irgendwie gegen's Gas knallt oder so. Und dann geht der Airbag an. Oder so, aber was sind denn das für Weiber? Hatten die unten so ein Bart? So ein Schwein mit so einem Kinnbart? Alter. Du sagst, er hat eine Schwäche für Weiber, aber das sind doch irgendwie Schweine, oder? Aber gut. Das geht gerade ziemlich schnell. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Normalerweise ist es nicht so krass. Also, dass die mich rammen, ist nichts Neues. Das habe ich schon in der Demo festgestellt. Aber dass sie mich jetzt so schnell verhaftet haben, das war schon... Oh nein! Nein, 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 nein! Ja, was? Was ist das? Was ist das? Was? Du scheiß Bus! Fick dich doch! Vor allem, der Bus ist... Er existiert gar nicht. Da war noch nicht mal ein Fahrer drin. Oh, was ist jetzt los? Hatte ich gerade einen Platten oder was war das? Also so eine Polizisten möchte ich, so eine Polizisten möchte ich auch hier haben. Die sind ja richtig aggressiv. Die machen ja mal was. Auch wenn die damit wahrscheinlich mehr gegen die Gesetze verstoßen, verstoßen, das war's. Als ich, die rammen mich doch zu Tode. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, oder? Ein Auto kaputt zu machen? Aber gut. Alter Schwede, das ist ja... Oh ja, ja, ich fahr aber auch wie so ein Vollidiot, ne? Ich denke mir dann immer so, oh ja, hier, da kannst du doch... kannst du jetzt umdrehen? Ja, gut, den habe ich nicht gesehen. Ich glaube, ich hatte Vorfahrt. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, hier ist es links vor rechts. Oder so, keine Ahnung. Oh nein, wo kommt er denn jetzt her? Oh nein, 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 nein. Vor allem, was bedeuten die Zahlen da unten? 163. Ey. Ist das irgendwie eine Telefonnummer oder so? Ich fahre gerade... Ich bin schon wieder verhaftet worden. Wie kann denn das passieren? Vor allem wie, ja? Nur weil die eine Weile hinter mir fahren, denkt sich dann so die Rückseite des Autos so, ja, ich fühle mich bedroht, beobachtet. Keine Ahnung. Manche Menschen werden ja rot, wenn man sie zu lange anstarrt. Vielleicht überhitzt der Arsch von meinem Auto. Und deswegen denkt sich das Auto so, jetzt kann ich nicht mehr fahren. Der Kühler im Arsch ist kaputt. Falls der Arsch einen Kühler hat, dann ist er kaputt. Okay, wo fahre ich lang? Ich habe keine Ahnung. Ich fahre einfach mal hier lang. Oh, das war zu zeitig. Das hatte ich umgedreht. Ja, doch, können wir noch eine Gerade nehmen. Wer weiß, wann der Fall hier wieder... Oh, da klingt das Handy. Okay. Komm, die Mission schaffen wir hier noch. Oh ja, da ist es. Oh nein, 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 nein. Jetzt soll ich die Cops abhängen. Sekunde. Das machen wir noch schnell. Ohne möglichst... Oh, scheiße. Ich habe jetzt so gehofft, dass ich da lang kann. Okay. Ja, ich hab's verstanden. Ja, ist okay, nicht so aggressiv. Wir können doch drüber reden. Oh nein, Gegenverkehr. Ich bin der Geisterfahrer. Ja, weg da, Laterne. Oh Mann. Vor allem diese Sirene. Ja, klingt auch so ein bisschen wie so Schul-Cafeteria-Klingel. Ja. Also, nicht, dass ich eine in meiner Schule gehabt hätte, so eine Cafeteria-Klingel, aber keine Ahnung, irgendwie penetrant. Mich erinnert dieses Geräusch irgendwie an Mittagspause. Oder so an Feuerwehr, keine Ahnung. Aber nicht an Polizei. Aber gut, das war's dann, schätzungsweise. Wobei, wir haben jetzt noch gar keine Weiber eingesammelt.
gut. Oh Mann, muss hier immer so viel Gegenverkehr sein? Übrigens, da oben links seht ihr meine Schadensanzeige. Wenn ich hier zu viel Scheiße baue, geht mein Wagen kaputt. Ja. Es sind nicht nur die Bullen, die stressen können. Ach ja, ich hatte ja schon Weiber drinne. Viel Spaß mit den Bräuten. Ja, ist okay. Vielleicht wollen sie ihm auch aufs Maul hauen. Aber guck mal, die haben doch da Bärte. Ich meine, den Kerl haben sie doch auch hingekriegt. Wieso denn? Ach, eklig. Aber gut. Leute, das war's mit der ersten Folge von The Italian Job. Ich bin schon jetzt am Ende zu oft Game Over gegangen. Also, geschnappt worden. Komischerweise geschnappt worden. Es ist jetzt nicht so, dass ich, da gibt's ja noch so Missionen, wo wir Typen hinterherfahren müssen. Und da, hab ich dann mal verkackt, weil, also ich rede natürlich immer noch von diesen zwei Demo-Leveln. Habe ich natürlich verkackt, weil der Verkehr so eng war und so. Also mit den Bullen hatte ich bis jetzt nicht so wirklich Ärger. Aber gut, vielleicht haben sie die ja in der Vollversion ein bisschen brutaler gemacht. Aber gut, wenn man so Leute verhaftet, indem man ihnen lang genug hinterherfährt und auf dem Arsch starrt, dann... Ja, weiß ich auch nicht. Dann scheinen die Bullen von heute irgendwie was falsch zu machen. Aber gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. See ya!